Negativzinsen, neue Kundenanforderungen, steigende Lebenserwartung. All das stellt die Lebensversicherung vor derbe Herausforderungen, findet Dirk Schmidt-Gallas, Seniorpartner und Leiter der Versicherungspractice bei der Unternehmensberatung Simon Kocher und Partners. Angesichts der Negativzinsen etwa noch an der 100%igen Beitragsgarantie festzuhalten, sei schon fast unseriös, meint er. Aber auch der Vertrieb mache ihm Sorgen. Hier seien die Qualitätsunterschiede in der Beratung viel zu groß, gibt er zu bedenken. Was die Lebensversicherer und auch der Versicherungsvertrieb nun anpacken müssen, um das Geschäft wieder zu beleben bzw. zukunftsfähig zu gestalten, erklärt Schmidt-Gallas im Interview. Hallo Herr Schmidt-Gallas und schöne Grüße nach Frankfurt. Hallo Frau Schmidt. Ja, die Europäische Zentralbank hat vor kurzem angekündigt, wegen der Corona-Krise, wir stecken ja nach wie vor mittendrin, jetzt ist gerade der neue Lockdown aktiv geworden. Die EZB hat angekündigt, eben vor diesem Hintergrund ein neues Milliardenankaufprogramm zu starten und Hilfen bereitzustellen. Ich schätze, das lässt für das Zinsniveau in Europa nichts Gutes vermuten. Habe ich recht? Ja, also ich würde sagen, wenn man in dem ohnehin schlechten Umfeld nach noch schlechteren Nachrichten gesucht hat, dann würde man sie dort finden. Ich wage mal die These, das war's für die Zinsen für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Okay, so ähnlich hatte ich das auch vermutet. Genau, es verstärkt natürlich das Problem, was die Lebensversicherer nun auch schon seit einem guten Jahrzehnt haben, die niedrigen Zinsen, Nullzinsniveau, Negativzinsniveau. Vor diesem Hintergrund haben sich jetzt auch die ersten großen Lebensversicherer, die Allianz, vorangeschritten von der 100%igen Beitragsgarantie in der Altersvorsorge verabschiedet. Ist das ein logischer Schritt Ihrer Ansicht nach? Ganz klares Ja. Wissen Sie, die Aktuare, die mahnen ja schon länger, dass das nicht zu halten ist. Und Sie haben die Allianz angesprochen. Die hat diesen Trend vor einigen Jahren ja schon eingeläutet. In der Zwischenzeit haben viele noch lange versucht, die Beitragsgarantie zu halten. Aber zuletzt ist ja auch die Bastion bei der R&V gefallen, die ja lange Verfechter der Klassik war. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist richtig. Warum denke ich das? Wir haben ja inzwischen so ungefähr 30 Deklarationen im Markt gesehen. Davon hat nur einer erhöht, 2 Drittel haben gesenkt, 1 Drittel hat die Zinsen konstant gehalten. Das an sich ist natürlich jetzt erstmal, hat keinen Bezug zur Beitragsgarantie, aber es zeigt, dass die intrinsische Ertragskraft der Produkte total in die Knie gegangen ist. Und unter diesen Umständen die Beiträge zu garantieren, halte ich schon fast für unseriös, ehrlich gesagt. Ist an der Stelle dann auch ein bisschen die Politik gefordert, weil bei der betrieblichen Altersversorgung und bei Riester ist ja nach wie vor die vollständige Beitragsgarantie vorgesehen. Sollte sie hier dann jetzt auch mal aktiv werden? Ich sehe dazu ehrlich gesagt gar keine Alternative. Wie Sie gesagt haben, das sind besondere Produkte, auf die sich der Kunde noch mal mehr verlässt als die vom Lebensversicherer in der einzelvertraglichen Konstellation. Und wenn ich schon sage, ich halte das für unseriös, dann muss das für diese Produkte natürlich auch gelten. Und da die aus einem bestimmten Regulierungserfordernis heraus die Garantie haben, muss man diese Garantie natürlich abschaffen. Inwiefern müssen die Lebensversicherer denn ab dem kommenden Jahr oder generell ab sofort an ihren Produkten arbeiten, um sie konkurrenzfähig zu gestalten? Was können Sie da machen? Naja, wissen Sie, man hat sich ja eigentlich schon in der Vergangenheit fragen müssen, was kann der Versicherer eigentlich besser als andere Finanzinstitutionen? Und lange Zeit galt, der Versicherer hat eigentlich 2 Kernvorteile, die Garantie und die Biometrie. Und wenn man ehrlich ist, professionell investieren konnten auch andere schon immer. Das ist also nicht der große Differenzierungstreiber. Wenn jetzt die Garantie wegfällt, bleibt also im Wesentlichen die Biometrie. Aber wissen Sie, das ist ein ganz, ganz wichtiges Geschäft, nicht nur für die Versicherer, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Denn hier springt ein Privater ein, wo der Staat große Lücken hinterlässt. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Biometrie. Ist das jetzt das Ende aller Ansparprodukte? Nicht unbedingt. Es gibt natürlich einen immensen Bedarf in Deutschland nach dem Aufbau einer privaten Altersvorsorge. Und das gilt über die ganze Bevölkerung hinweg. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei aber, dass der Mensch auch tatsächlich bei der Stange bleibt. Und was ich damit meine ist, die Welt ist voller Konsumverlockungen und natürlich macht der Kauf eines Fernsehers erstmal mehr Spaß als die Vorsorge fürs Alter. Deswegen sind aber auch so die bisherigen Dauerschuldverhältnisse eines klassischen Versicherungsvertrags eigentlich ein tolles Instrument, um dafür zu sorgen, dass der private Vermögensaufbau auch tatsächlich gelingen kann, zum Beispiel eben über die BAV. Aber eins ist auch klar, Sachlage an den Finanzmärkten zwingt zu einer Neuausrichtung der ganzen Organisation auf die Biometrie. Denn wie gesagt, das ist der wesentliche verbleibende Kernvorteil des Versicherers. Und auf Altersvorsorgeseite dann auf Fondspolicen?
Ja, sie werden vermutlich gar nicht anders einen Return produzieren können. Und wir werden natürlich auch nochmal über das Thema der Vergütungssysteme sprechen müssen etc. Aber da werden natürlich Fonds rein müssen, das ist völlig klar. Allerdings hat ja auch der Versicherer durch seine bisherige Anlagepolitik schon nochmal ein, zwei Stärken, die er ausspielen kann. Also er ist zum Beispiel sehr gut darin, in Infrastrukturprojekte beispielsweise zu investieren und damit dann auch Überrenditen zu erzielen. Wenn die Versicherer das eine Sache wirklich gut konnten, dann ist das natürlich die Kapitalanlage. Deswegen würde ich sagen, ist es gar nicht mal so wichtig, dass das die Fonds sind, die man dort reinmischt, sondern es geht um die kluge Investmentstrategie. Und das kann durchaus ein Mix aus zugrunde liegenden Fonds, aber auch der Kapitalanlagepolitik der einzelnen Gesellschaft sein. Okay, jetzt haben Sie ja eben schon kurz angesprochen, Vergütungssysteme. Kommen wir mal auf das Thema Vertrieb zu sprechen. Mit Ihrem Kollegen Frank Gehrig haben Sie vor kurzem eben einen Marktausblick zum Thema Lebensversicherung auch herausgebracht, wo Sie auf die Herausforderungen für die Branche eingehen. Und ein Punkt darin war auch, dass sich der Vertrieb eben an neue Kundenanforderungen anpassen muss. Was empfehlen Sie denn da konkret? Das hat im Wesentlichen drei Komponenten. Das erste ist die Frage, welche Produkte bieten wir eigentlich an? Das zweite ist, wie verkaufen wir in Zukunft? Und das dritte ist, wie vertiefen wir unsere Kundenbeziehung? Und ich habe ja schon gesagt, die Biometrie muss massiv in den Fokus. Aber ehrlich gesagt ist das natürlich leichter gesagt als getan. Denn es ist ja nicht so, dass jeder im Vertrieb heute Biometrie verkaufen kann oder will. Es gibt natürlich genügend Verkäufer, die ganz gut von den Provisionen auf die Beitragssumme eines Langläufers leben konnten. Deswegen ist die Frage natürlich zu diesen drei Punkten. Erste auf der Produktseite. Ja, da gibt es ein paar Justierungsbedarfe. Pflege zum Beispiel fliegt ja immer noch nicht. Aber ehrlicherweise im Wesentlichen sind die Produkte da. Jetzt heißt das, was bleibt vertrieblich? Erstens, man muss den Einzelnen befähigen, damit er auch Biometrie verkaufen kann. Inhaltlich, aber eben auch vertrieblich. Und wissen Sie, das ist ein ganz anderes Geschäft, als wenn man einige wenige Verträge mit hohen Beitragssummen verkauft. Und hier kommen wir wieder auf das Thema der Vergütungssysteme. Die sind heute natürlich sehr stark steuernd in die Richtung der Nicht-Biometrie-Produkte, der Anlageprodukte. Da müssen wir sicherlich ran. Und ein Herzensthema von mir ist das Thema Beratungsqualität. Und ich bin ehrlich, ich mache mir da Sorgen um die Branche. Eine saubere Beratung ist ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor in der Differenzierung von anderen Finanzinstitutionen. Und nicht jeder Kunde ist ein sogenannter Self-Directed Investor, wie das im Banking immer so gerne heißt, sondern der braucht Hilfe und zuverlässigen Rat. Aber wenn wir ehrlich sind, sind die Qualitätsunterschiede bei der Beratung viel zu hoch. Und das gilt auch innerhalb ein und derselben Gesellschaft. Das schadet der Branche und dem Einzelnen. Und deswegen glaube ich, was wir jetzt brauchen, sind digitale Verkaufsprozesse, die den Vermittler unterstützen und nicht ersetzen. Und schließlich, wir müssen noch viel mehr als in der Vergangenheit ran an den Kunden. Mal Hand aufs Herz an alle Vertriebsvorstände gefragt, wie oft spricht der Vermittler mit einem Kunden im Schnitt? Und unser Erfahrungswert ist, das ist seltener als einmal im Jahr. Und das ist ehrlicherweise keine Kundenbindung. Was man jetzt also braucht, sind wertvolle Kontaktpunkte mit den Kunden. Die identifiziert man und spielt sie systematisch über alle Kanäle und Beteiligten. Okay, was könnten diese Kontaktpunkte, wo könnten die zum Beispiel sein? Ja, also man sagt ja immer, der Versicherer, der hat so unheimlich viele Daten über seinen Kunden. In meinen Augen stimmt das nicht. Wenn man es salopp formuliert, hat der Versicherer oft ein schlecht gepflegtes Telefonbuch. Das heißt, sind wir denn überhaupt in der Lage zu erkennen, wenn sich in den Lebensumständen eines Kunden etwas ändert? Und wenn sich dort etwas ändert, das haben wir bisher immer dem einzelnen Vermittler überlassen. Die sind jetzt aber, haben sich nicht bisher dadurch ausgezeichnet, dass sie jedem dieser Dinge wirklich nachgegangen sind oder die auch gesehen haben. Das heißt also, wenn ich Veränderungen in meinem Leben habe, also geheiratet, Kind bekommen, Haus gekauft, die absoluten Verkäuferklassiker, dann geht es eigentlich nicht so sehr darum zu sagen, was sind die nächsten 10 Kontaktpunkte, die ich gerne wüsste, sondern man muss systematisch auf die 3 bis 5 gehen, die wirklich augenfällig sind, aber auch darüber hinaus Daten sammeln und zwar zentral auf Ebene des Versicherers und nicht nur beim einzelnen Vermittler. Das klingt aber auch danach, als würde das einige Anforderungen an die IT der Versicherer stellen. Und da wissen wir, ist die Branche noch nicht so weit, wie sie wahrscheinlich gerne wäre. Jetzt durch Corona, glaube ich, ein Stück weit mehr, aber ich glaube, auch da ist noch viel zu tun, oder? Da ist natürlich viel zu tun, aber wissen Sie, Frau Schmidt, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass diese Branche zwar einerseits einen hohen Aufholbedarf hat, aber
spätestens seit Corona nimmt es doch wirklich jeder ernst. Also wir wissen, die Budgets sind da, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es dauert noch ein Jahr oder anderthalb oder was auch immer der Rahmen ist. Aber die Branche ist auf dem Weg und die wird das auch schaffen. Weil was die Assekuranz ja wirklich auszeichnet, ist eine enorme Beharrlichkeit. Und wenn jetzt erstmal alle verstanden haben, dass das der Weg der Zukunft ist, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch tatsächlich kommt. Also da bin ich nicht pessimistisch. Wie schätzen Sie die Zukunft für die Branche in den nächsten 3 bis 5 Jahren so generell ein? Optimistisch ja schon mal, können wir festhalten. Das sagten Sie ja eben schon. Das weiß ich nicht. Also Teilprozess IT optimistisch, das habe ich gesagt. Aber was natürlich passieren wird, ist, die Bedeutung der Kapitalanlage wird sinken. Die wird immer noch groß sein, weil wir auch große Bestände haben, deren Gelder verwaltet werden. Das ist natürlich so. Aber trotzdem wird dieser Wandel große Einschnitte mit sich bringen. Denn man muss auch wissen, dass das Anlageergebnis in der Vergangenheit natürlich erheblich dazu beigetragen hat, diesen Riesenapparat eines Versicherers zu finanzieren. Das heißt, da stehen dann in der Folge natürlich auch viele Jobs auf dem Spiel. Ich denke, auch die Vertriebe werden sich anpassen müssen. Das wird nicht jeder können und wollen. Auch weil das Zusammenspiel zwischen digital und persönlich ja jetzt neu verhandelt wird. Ja, und schließlich, der Kunde wird immer digitaler und das zwingt den Versicherer natürlich dazu, sich schnell zu erneuern. Das haben wir eben schon mal besprochen. Das kostet viel Geld und Mühe, geht aber nicht anders. In der Summe muss ich aber sagen, gemütlich wird das alles nicht. Aber spannend auf jeden Fall. Herr Schmidt-Gaas, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr interessante Einsichten. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Gelegenheit. Ihnen und allen Hörern frohe Weihnachten und einen guten Start in ein neues Jahr. Ne? Bis dann.